Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulna. Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala und der Segen und der Frieden auf den Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Hallo und guten Tag. Das ist eine Einladung an Sie, Herr Todenhöfer, also Jürgen Todenhöfer. Ich habe mir Ihr Buch gelesen, Warum tötest du Seid? Das Buch fand ich sehr, sehr gut. Ich fand das sehr gut, weil Sie aus Herzen schreiben und weil Sie auch die Lage sehr gut kennen. Und das fand ich auch gut, dass Sie sich auch offen gemacht haben und sehr neutral geschrieben haben. Vor allerdings fand ich gut, was Sie über den Koran geschrieben haben. Das fand ich sehr, sehr schön, dass Sie schreiben, dass der Koran das gerechteste Buch sei. Und hiermit möchte ich Sie zum Islam einladen, weil der Islam ist die Wahrheit und die Wahrheit und der Erfolg am nächsten Leben. Denn wir Menschen sind Reisende. Wir sind kurze Zeit hier und wir müssen diese Welt verlassen, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, wir sind kurze Gäste in dieser Welt und irgendwie geht es auch weiter nach dem Tod. Und hiermit lade ich Sie zum Islam, dass Sie den Islam annehmen als Ihre Rettung für das nächste Leben, weil Sie sind ein großer Gelehrter in dieser Welt, das heißt in der weltlichen Sachen. Und somit denke ich, dass auch der Koran ist für die Nachdenkenden, die über Gott nachdenken. Da Sie sich auch sehr viel mit dem Koran befasst haben, ist bestimmt ein paar Stellen im Koran sind Sie gestoßen, über die Sie bestimmt sehr viel nachgedacht haben. Und somit lade ich Sie, dass Sie den Islam annehmen als Ihre Rettung für das nächste Leben. Aber Sie müssen das am besten selber wissen. Ich hoffe, dass Sie sich für das Richtige entscheiden, denn der Islam ist die Wahrheit und als Muslime sind wir auch fest überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist und dass das auch den Frieden für die Menschen bringen wird. Der Islam kann nur den Frieden bringen, den inneren und den menschlichen Frieden. Somit hoffe ich, dass Sie als ein gelehrter Mensch in der Welt, dass Sie den Islam als die Religion für sich entscheiden und dass Sie den annehmen. Dankeschön.